Nennen wir es High-End Hall oder Lidschattenpaletten-Eskalation? Ich bin mir noch etwas unsicher. Ich habe richtig viel Geld aufgegeben, Leute. Aber ich habe auch megamäßig gespart. Megamäßig. Megamäßig. Hi meine Lieben, schön, dass ihr wieder in mein neues Video gefunden habt. Heute soll es gehen um einen High-End-Haul. Lange habe ich gesammelt, um euch meine neuen Schätze und Lieblinge zu zeigen. Da ich erstmal genug Produkte für ein Haul haben wollte, habe ich einige Zeit gewartet, um euch dieses Video zu präsentieren. Ich habe mir viele, viele schöne Schätzchen gekauft. Ich hatte vorhin mal drüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe nur eins. Ich werde es im Laufe des Videos feststellen, weil dann werde ich mich daran erinnern können. Ich glaube, ich habe nur ein Produkt zu einem regulären Preis gekauft. Alles andere habe ich reduziert gekauft. Sofern ich die Produkte noch reduziert finde auf den Seiten, wo ich sie bestellt habe, werde ich sie euch selbstverständlich unten in die Infobox verlinken, das ist klar. Ich werde euch aber auch sonst alternative Internetseiten geben, wo es die Produkte auf jeden Fall noch gibt. Bevor wir nun aber zu den tollen Produkten kommen wollen, die ich euch zeigen möchte, möchte ich aber noch einmal Werbung in eigener Sache machen, wenn man es so nennen möchte. Ich habe nämlich jetzt einen Vlog-Kanal. Ich werde euch hier unten einmal einblenden, wie mein Vlog-Kanal heißt. Und ich habe es endlich geschafft, unsere Urlaubsvlogs hochzuladen. Nachdem ich ein halbes Jahr versucht hatte, diesen Vlog irgendwie zu speichern und mein PC immer in die Grätsche gegangen ist und es nie geklappt hat, ihn zu speichern, habe ich den gesamten Vlog, der insgesamt eine Länge von, ich glaube, 1 Stunde 6 Minuten oder so hatte, in 3 Teile unterteilt, was ganz gut passt, weil wir ja 3 Urlaubsziele in einem Urlaub hatten. Und ja, die ersten 2 Teile sind jetzt schon online, vielleicht sogar schon der dritte. Ich glaube sogar wahrscheinlich schon der dritte. Also eventuell sind sogar schon alle drei Teile online. Ja, falls ihr also sehen möchtet, was wir erlebt haben, wenn ihr in Zukunft mal ein paar Vlogs sehen möchtet, dann guckt auf jeden Fall bei Birte Loves Live rein. Genau, nun soll es aber gehen um den eigentlichen Grund des Videos, nämlich mein High-End-Haul. Wenn ihr Lust habt zu sehen, was für Produkte ich geshoppt habe, dann bleibt jetzt dran. Ich habe eingekauft bei Feel Unique. Ich bin der Meinung, das ist ein Shop, der aus Großbritannien kommt oder in Großbritannien sitzt. Da werde ich euch selbstverständlich auch den Shop mal unten verlinken. Und ich weiß, die haben auch definitiv noch bis zum Ende Januar, bin ich der Meinung, den Sale, was echt ein super Sale ist. Also die Produkte sind, bin ich der Meinung, alle so bei 40% reduziert. Also richtig, richtig, richtig cool. Und dort habe ich 2 Produkte gekauft. Ich beginne mit einem Produkt, was ich so dermaßen feiere, Freunde. Alle von euch, die mir auf Instagram folgen und meine Insta-Story verfolgen, haben dieses Produkt auch schon quasi live gesehen, denn bei einigen Produkten, möchte ich hier sagen, konnte ich die Finger nicht stillhalten und habe schon mal einen Pinsel reingehalten und habe auch schon mal so ein bisschen geübt. Ich möchte sagen geübt. Und das, was jetzt kommt, ist eines dieser Produkte. Es ist die Urban Decay Heavy Metals Metallics Eyeshadow Palette. So sieht das Packaging aus, also das Papp-Packaging drumherum. Es ist ein Schlupperstürmer, oder? Freunde, es ist ein Schlupperstürmer. Himmel, Arsch und Zwirn. Habt ihr diese Wellen gesehen? Habt ihr es ist doch nicht zu fassen, oder was? Ja, aber das ist ja nur das Außen. Das Außen interessiert uns ja nur peripher. Wir möchten natürlich auch sehen, was das Schätzelein drinnen hat, ne? Tut mir jetzt übrigens sehr leid, ihr werdet gleich die Ringleuchte und alles, was hier hinter steht, wahrscheinlich sehen, weil dieses Ding spiegelt wie Hulle. Aber es ist egal, ich möchte es euch trotzdem zeigen. Es ist so eine wunderschöne Palette. Für mich hat es so ein bisschen was wie ein Vorhang, den man so aufmacht. Wisst ihr, wie so in alten Theatern, diese Samtvorhänge? Ja, das ist eine wunderschöne Palette. Es ist eine relativ große Palette und es ist auch definitiv eine Palette, die nicht basic ist, Freunde. Sie ist nicht basic. Sie ist up the amp. Sie ist 2.0. Sie ist die beste Ergänzung zu meinem bestehenden Sortiment an Lidschattenpaletten. Wie der Name schon sagt, handelt es sich ausschließlich um metallische Lidschatten. Deswegen sage ich auch, es ist keine Basic-Palette, weil nur mit Metallic kann man, muss man nicht. Ne? Es ist eine Palette, die mit so einem Schuber kommt und dann kommt die Palette hier auch schon raus. Genau, sie besteht aus 2 Seiten. Auf dieser Seite haben wir eher natürliche Töne und auf dieser Seite haben wir eher unnatürliche Töne. Wie ihr seht, es sind alles wunderschöne metallische Lidschatten, das habe ich ja schon gesagt. Es ist definitiv was für jeden Geschmack dabei, für wirklich jeden Geschmack. Für ausgefallene Looks, für super Alltagslooks, es ist für alle was dabei. Und ich verwende solche Lidschatten einfach unglaublich gerne, wie heute in der Mitte des Augenlids aufgetupft oder im inneren Augenwinkel.
Und die Konsistenz der Lidschatten ist richtig schön weich, aber auch nicht zu weich. Man hat auch noch so einen gewissen Grip. Ich weiß nicht, wie ich das richtig erklären soll. Und Leute, die Farbabgabe ist ein Träumchen. Ja? Ich zeige euch jetzt mal ein paar Swatches an meinen Fingern, beziehungsweise an meiner Hand. Und ich beginne mal mit der Farbe, die Michi, glaube ich, am schönsten fand und die ich dann gleich vorgestern in einem Amu, in einem Test-Amu verwendet habe. Und zwar ist es die Farbe Amp. Schauen wir uns das bitte mal illustriert an, Freunde. Das ist doch nicht mehr feierlich, oder was? So, da ist er. Ein Traum, Freunde, ein Traum. Dann nehme ich nochmal... Dann nehme ich mal diesen richtig krassen Gelb-Gold-Ton. Die Farbe heißt Twisted. Da seht ihr es. So toll. Da ist sie. Und ich glaube, ich brauche nichts mehr sagen zu diesem Swatch, oder? Dazu muss man nichts mehr sagen. Und dann nehme ich nochmal einen von den etwas natürlicheren Tönen. Und zwar die Farbe Starfire. Und das ist so ein richtig cooles Kupfer. Ebenfalls hochpigmentiert, lässt sich ganz, ganz, ganz toll auf den Finger nehmen und auch auf den Pinsel. Ich habe es ja schon ausprobiert. Da, schauen wir uns das bitte mal an. Und ich kann euch sagen, ich bin wirklich so begeistert. Die Farben entwickeln sich so geil auf dem Auge. Ich kann das auch, es gibt kein besseres Wort als dieses, um das Level an Pigmentierung quasi, was ihr da erreicht, zu beschreiben. Ich habe das verwendet ohne Fixierspray, angefeuchtet habe ich nichts. Ich habe einige Farben ausprobiert in einem Amu, das werdet ihr in der kommenden Woche zu sehen bekommen. Und ich kann euch sagen, ich habe den Pinsel weder angefeuchtet, noch habe ich sonst irgendwelche Tricks verwendet. Ich habe das Produkt wirklich aufgetupft mit einem Pinsel, habe mir dann in die Mitte meines Augenlides einen helleren Ton gesetzt, um dem Ganzen ein bisschen mehr Dimension zu verleihen. Und das war's. Und es hat so überragend funktioniert. Ich bin hellauf begeistert. Ich bin hellauf begeistert. Was ich auch noch einmal wirklich positiv anmerken möchte, ist der Spiegel, den ihr da mit beibekommt. Ich zeige es euch mal. Das ist so ein toller Spiegel und ich finde es irgendwie super, dass ich das so in der Hand halten kann. Und es ist wie eine Palette. Ich habe alles gleich am Start. Mir gefällt das persönlich so gut. Der Witz ist, ich habe vorher einige Reviews gesehen, weil ich etwas unsicher war, ob ich die Palette wirklich haben möchte. Und alle haben über diesen Spiegelgefühl gemeckert. Also ich finde den überragend. Der hat eine tolle Größe. Der ist genau da, wo man ihn braucht, nämlich bei Farbe und Arbeit. Und ja, es ist einfach super. Also für mich ist der ideal. Und ja gut, das ist jetzt nicht die ideale Reisepalette, aber wenn ihr mich fragt, muss sie das auch nicht sein. Nicht jede Palette, die wir uns kaufen, muss perfekt sein für die Reise. Und das ist nur wirklich so eine Ergänzung zu dem, was ihr habt. Und dafür ist sie perfekt und dafür feiere ich sie und sie ist super, so wie sie ist. Dann habe ich mir noch ein Lippenprodukt gekauft und zwar ist es ebenfalls ein Produkt von Urban Decay. Schon als diese Produkte rauskamen, war ich sehr, sehr interessiert. Es sind die Lippenprodukte, die zeitgleich rauskamen mit der Naked Heat Palette. Ich bin der Meinung, dass es eine Limited Edition ist, aber ich weiß es nicht. Ich weiß, es gab damals drei Lippenstifte. Einmal die Farbe Fuel, die ich habe, dann Scorched und noch irgendeinen dritten, wo ich den Namen nicht mehr weiß, ehrlich gesagt. Ich habe mich aber für Fuel entschieden. Das ist so ein wunderschöner Nude-Ton, wie das hier die Verpackung schon erahnen lässt. Und das ist wirklich das perfekte Peachy Nude. Also ganz, ganz toll. Ich muss auch sagen, dass die Urban Decay Lippenstifte, das ist jetzt mein dritter. Lasst mich kurz überlegen. Ja, das ist jetzt mein dritter. Die finde ich ganz, ganz, ganz toll. Die halten super gut auf euren Lippen. Also wirklich toll. Für mich halten die zum Beispiel auch besser als MAC. Was ich nicht so toll finde, ist, dass sie nach nichts riechen. Ihr wisst ja, ich bin Geruchsmensch. Ich liebe Gerüche. Und die riechen immer wirklich nach gar nichts. Nach überhaupt nichts. Also das ist wirklich was für Leute, die auch super geruchsempfindlich sind. Ihr werdet euch mega freuen über diese Lippenstifte. Ja, und die Farbe Fuel ist einfach so ein unglaublich schönes Peachy Nude. Das ist so ein Cream Finish, also der ist nicht matt. So sieht die Farbe dann auf der Haut aus. Es ist ein Traum. Es ist wirklich ein Traum. Hält bombastisch. Wunderschönes Packaging in diesem ja, Kupfer und Gold. Ganz, ganz, ganz toll. Sieht super hochwertig aus
und fühlt sich auch gut an. Es ist einfach ein Traum. Der Lippenstift ist ganz, ganz toll. Ich kann euch den nur anraten. So, das war schon bei Feel Unique. Dann bin ich mal dezent bei Douglas eskaliert, Freunde. Es gibt ja zurzeit jede Menge Sally bei Douglas. Vorgestern bin ich das gestern bin ich das letzte Mal eskaliert. Da habe ich euch aber auch allen Bescheid gesagt, denn da gab es die Becker Après-Ski Produkte zum Super Sale. Auf jeden Fall sind es die Produkte von Becker aus der Après-Ski Limited Edition. Das war die Holiday Edition von 2017. Sie besteht aus einer Gesichts-Glow-Palette und einer Lidschattenpalette. Und Leute, ich raste aus. Es sind Träumchen. Träumchen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie unfassbar verliebt ich in diese Paletten bin. Ich zeige euch jetzt erstmal die Gesichtspalette. Also erstmal das Packaging mit diesen Eiskristallen und also Wahnsinn. Das macht mich ganz glücklich. Genau, ihr seht auch hier, das ist in so einem kühlen, icy, babyblau, eisblau, erinnert mich so ein bisschen an Gletschereisbonbons, gehalten. Auch ebenfalls mit diesen Eissternen hier und in Metallic. Und dann kommt die Palette und sie sieht so aus. Ich bitte um Verzeihung, sie ist schon benutzt, denn ich konnte die Füße definitiv nicht stillhalten. Ich habe sie auch schon ein paar Tage und ich feiere sie von hier bis nach Meppen, Freunde. Sie ist ein Traum geradezu. Wir haben ein Blush, noch ein Blush. Die werden beide als Blush ausgewiesen. Bronzer, Highlight, Highlight, Highlight. Ganz, ganz toll. Der Bronzer hat so einen ganz, ganz leichten Sheen. Das ist kein Schimmer oder kein Glimmer, sondern es ist so ein bisschen semi-matt. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, was ich meine. Es ist eine wunderschöne Farbe und sie heißt Bronze Bondi. Genau, das ist übrigens einer von den Bronzern, die sie jetzt im vergangenen Jahr auch rausgebracht haben. Und den hätte ich mir fast sogar gekauft, weil er so interessant aussah. Welches Produkt ich ebenfalls ganz, ganz toll finde, ist Winterberry. Das ist dieser Blush hier. Leute, die Farbe, Halleluja, da hört man ja wohl die Engelchen singen, wa? Also ich kann gar nicht sagen, wie unfassbar toll ich diese Produkte finde. Dann nehmen wir hier nochmal die Highlighter und den auch nochmal, ne? Der blaue heißt Icicle, der rosane heißt Rose Quartz, Opal ist der goldene und Blushed Copper ist das auf meinem kleinen Finger. Muss ich noch mehr sagen? Auch diese Palette kommt übrigens mit einem wunderschönen, großen, realistischen und gut zu verwendenden Spiegel, was ich ebenfalls toll finde. Ich mag das gerne, wenn Spiegel in Produkten sind. Und diese Palette ist wirklich schön. Ich habe sie noch zum regulären Preis damals gekauft. Auch das bereue ich nicht. Ich habe mich natürlich geärgert, dass sie jetzt, ich glaube, 20 Euro reduziert war. Aber ich habe mich für alle gefreut, die da zuschlagen konnten. Und ganz leer bin ich auch nicht ausgegangen. Denn ich bestellte gleich nochmal die Lidschattenpalette hinterher. Und Halleluja! Das Packaging. Wahnsinn. Gold, beziehungsweise so leicht Rose Gold. Ebenfalls mit den Eisblumen hier. Ebenfalls in Spiegeloptik. Und ich finde die Form dieser Palette in diesem Runden so speziell. Also ich finde die so edel. Auch wieder mit einem Spiegel und mit den Farben. Die trage ich übrigens heute. Zwei davon. Zwei? Zwei? Freunde. Freunde. Ich hatte mich als erstes für die Gesichtspalette entschieden, weil ich dachte, nee, ich habe schon so viele Lidschattenpaletten gekauft, was völlig untypisch für mich ist. Aber ihr werdet es im Anschluss des Videos denken. Da werdet ihr denken, was ist mit der alten denn passiert? Warum hat die denn so viele Lidschattenpaletten gekauft? Weil sie es wollte. Ne? Ich wollte unbedingt gerne wieder neue, frische Lidschatten haben, damit ich inspiriert bin, mich wieder richtig am Auge zu schminken. Was ich so auch total gerne mache, aber ich wollte einfach was Neues. Wisst ihr, ich wollte einfach was Neues. Und das ist für mich die perfekte Alltagspalette. Und ich finde, der Look heute soll kein Selbstlob sein. Ich habe zwei Lidschatten verwendet am Auge und ich feiere diesen Look. Der ist simpel und der ist klassisch und er ist trotzdem edel und ich freue mich sowas von dermaßen. Ich habe übrigens diese Farbe hier verwendet. Das ist die Farbe Toasted Marshmallow. Wartet. Ja, Toasted Marshmallow. Ich musste kurz mal gucken.
Und dann habe ich noch die Farbe Topaz verwendet. Ach, übrigens, ich lüge, ich habe drei verwendet. Ich habe Toasted Marshmallow, Topaz und Opal verwendet. Was ich übrigens ganz, ganz toll an dieser Palette finde, ist, dass 5 von den 7 Tönen angelehnt sind an die Shimmering Skin Perfectors von Becca. So findet ihr in dieser Palette die Farbe Pearl, Moonstone, Opal und Topaz und Rose Quartz. Und das sind alles auch Shimmering Skin Perfector Produkte, die ihr eben auch in größeren Pfannen fürs Gesicht bekommen könnt. Heute Morgen habe ich witzigerweise auch mal einen von denen für mein Highlight verwendet und das hat super funktioniert. Also selbst wenn ihr einfach sagt, Mensch, die sind mir ein bisschen zu basic, die Töne, ihr könnt sie auch fürs Gesicht verwenden. Also da ist der Fantasie echt keine Grenze gesetzt. Und dann hat das Mädchen sich noch 2 MAC-Paletten gegönnt. Und ich freue mich. Ich freue mich einfach. Ich fange mal mit der etwas langweiligeren an. Auch die ist nicht langweilig und ich wollte sie damals schon haben und ich freue mich jetzt so dermaßen, dass ich sie bekommen habe. Es ist eine von diesen MAC 9 Eyeshadow Times 9 Paletten. Oh Gott, korrigiert mich gerne, wenn die anders heißen, aber ich bin der Meinung, die heißen so. Ich glaube, die heißen Eyeshadow Times 9. Genau, es sind diese Mini-Paletten. Und ich weiß, als die das erste Mal damit rauskam, hatte ich die mal geswatcht im Douglas und war etwas enttäuscht von der Pigmentierung. Die Palette, die ich hier jetzt aber habe, ist eine aus der zweiten Auflage sozusagen und die heißt Semi-Sweet Times 9. Es ist eine reine matte Lidschattenpalette, was ich ganz, ganz, ganz toll finde. Das ist wirklich ein Teilchen, Leute. Das ist perfekt zum Reisen. Guckt euch bitte mal diese Größe an. So sieht das Ganze aus. Es sind sehr kleine Lidschattengrößen, aber das finde ich gar nicht so schlimm, weil ganz ehrlich, wie lange brauchen wir Leutchen bitte, um überhaupt mal irgendwie durch den Lidschatten durchzukommen? Und das finde ich gar nicht schlimm, dass es kleine Lidschattengrößen und Fändchen sind. Schaut euch das an. Und wisst ihr, weswegen ich diese Palette gekauft habe? Wegen diesem Senfton. Was bin ich bitte für ein Opfer? Ich finde diese Farbe so, 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 so unglaublich cool. Ich habe die auch schon verwendet. Ihr habt es ja gesehen, sie ist schon berührt und geswatcht. Und ich kann euch sagen, ich finde die Pigmentierung und die Farbabgabe wirklich ganz, ganz, ganz toll. Da, schaut euch das bitte mal an. Ich bin jetzt nur einmal kurz reingegangen in die Fändchen und ja. Super schön. Super, super schön. Dadurch, dass ich sie schon ausprobiert habe, kann ich euch sagen, die lassen sich super verblenden. Also wirklich toll. Ganz, ganz, ganz toll. Und ich finde, das ist ideal für Leute, die vielleicht ein gewisses Farbschema suchen, aber jetzt nicht super, super viel Produkt haben möchten. Nicht so eine Riesenpalette, sondern sowas Kleines zum Ausprobieren. Es ist ideal zum Reisen. Und ich finde ja auch, dadurch, dass man reingucken kann, wird man echt wie soll ich das mal sagen? Es verleitet einen so, dass man es benutzt. Wisst ihr, wie ich meine? Ich finde, das ist immer der Vorteil, wenn man reingucken kann in die Paletten. Packaging ist immer super, aber reingucken hat auch was für sich. Dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt aus meinem High-End-Haul. Und zwar ist es eine Lidschattenpalette. Ja, noch eine Lidschattenpalette. Ich hatte den Drang, ein paar Lidschatten nachzukaufen oder einzukaufen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Und zwar habe ich mich für eine Palette aus der Juicy Fruity oder Fruity Juicy Sommer Limited Edition entschieden. Auch die war heruntergesetzt. Auch das werde ich euch unten verlinken. Und zwar habe ich mich für die Variante Love in the Glades entschieden. Das ist dieses hier. Ich glaube tatsächlich, dass das die Variante ist, die am wenigsten gehypt worden ist. Und ich verstehe nicht, warum, weil sie ist echt speziell. Und gerade so, wenn man das Thema Sommer hat, finde ich, sind die Farben prächtig, Freunde. Prächtig. Ich kann sie nur empfehlen. Ich war anfangs nicht so ganz angesprochen von dem Packaging. Ich weiß, viele haben das total gefeiert. Mir war es erstmal so ein bisschen zu bunt. Also es war mir erstmal ein bisschen zu krass. Mittlerweile finde ich es ganz süß. Es erinnert mich einfach auch an Sommer mit den Papayas und den Hibiskusblüten und den ganzen Früchten. Und ich finde es ganz süß. Ich hatte auch am Anfang so ein bisschen Bedenken, dass es sich um so eine günstige Plastikverpackung handelt. Und ich muss euch sagen, ich bin sowas von belehrt worden. Ich habe selten, selten so eine hochwertige Kosmetikverpackung gehabt wie diese hier. Es ist nämlich Metall. Und das finde ich so, so toll. Ihr seht das hier hinten auch schon an den Scharnieren, sag ich jetzt mal so. Sie ist super klein, super kompakt. Und was ich auch sehr, sehr cool finde, ist, dass sie einen Druckknopf hat und so geht sie auf. So, und jetzt seht ihr auch schon das Farbschema.
Und ich hoffe, ihr wisst jetzt, warum ich ganz viele tolle Looks damit im Kopf hatte. Weil die Farben einfach so frisch und aquatisch und toll sind und so eine schöne Kombination haben, dass ich einfach total begeistert bin. Und ich sehe mich jetzt schon mit grünen, braunen, blauen Augen. Ganz, ganz toll. Auch da bin ich nur mal kurz reingegangen und möchten wir bitte mal diese Pigmentierung ahnen. Es ist der Wahnsinn. Ich drehe auch förmlich am Sender hier, Freunde. Und wie gesagt, ich finde die so speziell und so einzigartig und ich bin so froh, dass ich mich für diese Palette entschieden habe, weil sie einfach nicht so ist wie jede andere Palette. Und ja, ganz, ganz toll. Ich bin hochgradig begeistert und feiere, dass ich mich durchgerungen habe, sie zu kaufen. So, das waren meine High-End-Produkte. Ich hoffe, euch haben die Produkte gefallen. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck bekommen können, was das für Produkte sind, wie die sich anfühlen, wie die rauskommen. Und ja, schreibt mir auf jeden Fall mal bitte ganz, ganz dringend in die Kommentare, wenn ihr Looks sehen wollt, mit welcher Palette, mit welchen Farben. Gebt mir einfach euer Feedback, was ihr sehen wollt. Und ich setze das total gerne um. Ich bin voll im Rausch gerade. Ich bin voll im Rausch. Irgendjemand hat gerade letztens zu mir gesagt, Birtchen, du hast einen Lauf. Du hast einen Lauf? Ich habe einen Lauf, was Amus angeht, Leute. Das müssen wir ausnutzen. Und ich habe da so viel Freude dran. Schreibt mir das also auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich würde mich tierisch freuen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich drücke euch, ich schicke euch ganz, ganz viele Grüße und Küsse. Und ja, ich freue mich auf eure Kommentare und euch beim nächsten Mal zu sehen. Bis dann!